So gut wie jeder kennt ihn und er ist bis heute aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Der Kunststoffklassiker Styropor ist eine BASF-Erfindung, die dieses Jahr ihren 70. Geburtstag feiert. Dabei ist Styropor eine Zufallsentdeckung. Der BASF-Wissenschaftler Dr. Fritz Stastny vergisst 1949 bei der Suche nach einer effektiven Kabelisolierung einen chemischen Versuch in einer Schuhcremedose im Trockenschrank. Über Nacht wird darin der Jahrhundertwerkstoff geboren. Das kommerzielle Licht der Welt erblickt das Material dann mit seiner Patentierung im Jahr 1951. Bis heute ist der Markenname Styropor ein Synonym für Produkte aus expandierbarem Polystyrol, abgekürzt EPS, in Verpackung und Bau. Ab 1957 steigt die Nachfrage. Styropor wird in Massenproduktion hergestellt. In Brasilien und Frankreich entstehen die ersten Produktionsanlagen. Da die Bedeutung von Styropor weltweit wächst, wird es auch in größeren Mengen in verschiedenen Ländern produziert. Seit 1959 revolutioniert der noch junge Kunststoff die Verpackung von besonders sensiblen Waren. Für den Transport sind sie optimal geschützt. Schaumstoff aus Styropor hat viele günstige Eigenschaften. Geringes Raumgewicht, hohe Stoßdämpfung, weiche Oberfläche, ist wasserfest und hat ein ansprechendes Aussehen. Wegen der guten Dämmfähigkeit kommen Styroporverpackungen auch für verderbliche Lebensmittel zum Einsatz, um die Kühlketten zu erhalten. Und Elektrogeräte werden vor Stößen geschützt. Auch ein ganz besonderes Kunstwerk genießt den Transportschutz durch den synthetischen Verpackungsstoff. Die Mona Lisa tritt 1962 ihre Reise vom Louvre in Paris nach Washington DC in BASF Styropor an. Auf Wunsch der damaligen First Lady der Vereinigten Staaten, Jackie Kennedy, wird das Gemälde von Leonardo da Vinci in der National Gallery of Art ausgestellt und zahlreiche Besucher bewundern die Mona Lisa in den USA. Styropor findet nun auch häufig Anwendung im Bauwesen. In diesem Bereich wird es schnell zu einem Klassiker. Die Kombination aus Styropor und Beton eröffnet ganz neue Möglichkeiten auf dem Bau. Styroporplatten lassen sich einfach als Dämmung von Fassaden und Dächern anbringen. Das geringe Gewicht und die guten Montagemöglichkeiten sprechen für den Baustoff. Ein Film von 1963 erklärt die Herstellung und Beschaffenheit des Schaumstoffs. Styropor ist das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung der BASF. Das Rezept aus 1 mach 50. Styropor ist eine Variante des Kunststoffs Polystyrol. Durch Treibmittel vergrößert Styropor sein Volumen beim Erwärmen bis zum 50-fachen. Dieses Material kann man nun beliebig formen. Hitze, Druck und Form verbinden die losen Teilchen beim Ausschäumen zu einem festen Körper. Dabei heizt man mit Dampf oder wie hier mit Hochfrequenzstrom. Styrophil wird im Verpackungsbereich immer wichtiger. Die federleichten Chips aus Styropor legen sich schützend um das Packgut. Das staubfreie und geruchlose Material ist temperaturunempfindlich und schützt mit seiner Schaumstruktur auch vor thermischen Belastungen. In den 1980er Jahren bleibt Styropor weiterhin die Lösung für Verpackung und ein wichtiges Material im Bau. Die Forschung arbeitet allerdings bereits an neuen Ideen. Neopor ist die graphithaltige Weiterentwicklung von Styropor. Der neue Schaumstoff hat noch bessere Dämmwerte als das herkömmliche Styropor. 1997 wird das Patent für Neopor angemeldet.
Dämmplatten aus dem neuen Werkstoff sind bis zu 20% dünner und erzielen dabei eine noch bessere Dämmleistung als ihre Vorgänger. Damit leistet Neopor den größten Beitrag zur Energieeffizienz. Auch das Ludwigshafener Brunkviertel wird unter Verwendung von Neopor energetisch saniert. Das Projekt stellt eine erfolgreiche Langzeitstudie dar. Nach 10 Jahren konnte dank der Fassadendämmung aus Neopor jährlich eine Einsparung von 387.000 Liter Heizöl und eine deutliche Verringerung des CO2-Fußabdrucks festgestellt werden. Bei der Herstellung von biomassenbilanziertem Styropor und Neopor, kurz BMB, lassen sich fossile Rohstoffe durch nachwachsende Ressourcen wie Bionafta oder Biogas ersetzen. Fossile Ressourcen werden geschont und dennoch gehen die Eigenschaften von konventionellem Neopor und Styropor nicht verloren. Auf der Kunststoffmesse K in Düsseldorf präsentiert BASF erste Prototypen von Styropor C-Cycled auf Basis des innovativen Chemcycling-Verfahrens. Aus verschiedenen Kunststoffabfällen lässt sich Pyrolyseöl gewinnen, das bei BASF am Anfang der Wertschöpfung wieder in die Kunststoffproduktion einfließt. Mittlerweile bringen Neopor und Styropor der BASF sogar die Impfstoffe gegen Covid-19 sicher und optimal gekühlt in die Impfzentren und Hausarztpraxen. Auch 70 Jahre nach seiner Erfindung geht die Erfolgsgeschichte von Styropor weiter, frei nach dem Jubiläumsmotto Styropor, Neopor, expect more. BASF. We create chemistry.